Die Erneuerung unseres Sinnes. Warum bin ich, wie ich bin? Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. 2. Korinther 3, Vers 18. Nachdem wir uns jetzt etwas mit einigen Gefahren der Welt beschäftigt haben, wenden wir uns nun der positiven Seite von Römer 12, Vers 2 zu. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Was bedeutet das praktisch für unser Leben und was können wir dafür tun, dass unser Denken verändert wird? Unser Sinn bzw. unser Denken wird von dem geprägt, womit wir uns täglich beschäftigen, sei es im Guten wie im Schlechten. Das, was wir hören, sehen oder worüber wir nachdenken, beeinflusst unsere innere Ausrichtung, selbst wenn wir es vielleicht nicht immer wahrnehmen. Das gilt unter anderem für weltliche Musik und Filme, sowie für Internetseiten und soziale Medien, wodurch uns oft, ohne dass wir es bemerken, die Denkweise der Welt eingeimpft wird. Wenn wir stattdessen das Wort Gottes lesen und uns mit Dingen beschäftigen, die Ewigkeitswert haben, wird unser Sinn in positiver Weise erneuert und geprägt. Wir können das mit dem täglichen Nahrungsaufnahme vergleichen. Gott hat die Menschen als abhängige Geschöpfe geschaffen, die ohne Nahrung nicht leben können. Wenn ein Mensch sich falsch ernährt oder gar nichts mehr isst, wird er schwach oder krank. Das gilt sowohl für den Körper als auch für das geistliche Leben. So wie unser äußerer Mensch täglich etwas zu essen benötigt, so muss auch unser innerer Mensch jeden Tag mit geistlicher Nahrung versorgt werden. Vielleicht vergisst man das im Alltagsgeschehen. Der Herr Jesus nannte sich selbst das Brot des Lebens und forderte seine Jünger dazu auf, sich von ihm zu ernähren. Johannes 6, 54 bis 56. Aber was bedeutet das konkret für uns? Wie macht man das? Etwas zu essen bedeutet, es zu verinnerlichen. Dadurch wird es zu einem Teil von uns selbst. Um den Herrn Jesus zu verinnerlichen, müssen wir uns mit ihm beschäftigen, indem wir beispielsweise sein Leben in den Evangelien studieren. Wie hat er sich in den verschiedenen Situationen seines Lebens verhalten? Was hat er gesagt und getan? Warum genau in diesem Kontext? Finden wir in den Abschnitt, den wir gerade lesen, moralische Eigenschaften unseres Herrn? Was können wir von ihm lernen? Wenn wir so über ihn nachdenken, ernähren wir dadurch unseren inneren Menschen. Das wiederum hat praktische Auswirkungen auf unser Leben und Denken. Dann werden wir um seinetwillen leben. Johannes 6, 57. Das heißt, er wird dann zur Quelle, zur Motivation und zum Ziel unseres Lebens und zu der Person, die uns prägt und formt. Dir werden diese Gedanken wahrscheinlich nicht unbekannt sein, aber die Frage ist, inwiefern du das tatsächlich heute umsetzt, denn das Manna sollte täglich gesammelt werden. 2. Mose 16, 26 bis 29. Wir müssen aber nicht bei den Evangelien stehen bleiben. Auch in den Briefen werden uns viele Herrlichkeiten des Sohnes Gottes gezeigt, über die wir nachdenken sollen. Man kann sich zum Beispiel mit den Titeln beschäftigen, die ihm dort gegeben werden. Was bedeuten diese Auszeichnungen? Was ist das für ein Platz, an dem er sich im Moment befindet? Was tut er jetzt dort in der Herrlichkeit, wenn wir seine Person so vor Augen haben? Bewirkt der Heilige Geist etwas Wunderbares in uns. Er verwandelt uns mehr und mehr in das Bild unseres Herrn.
2. Korinther 3, Vers 18. Womit beschäftigst du dich in deiner freien Zeit? Ist das Thema Beschäftigung mit dem Herrn Jesus für dich fromme Theorie oder tägliche Praxis? Bitte ihn heute darum, dass du ihm ähnlicher wirst. Seid reichlich gesegnet.